Freunde. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich bin Jutta Hartmann von Juttas Craft and Learn Room. Mein Team heißt Herzapfel und ich komme vom wunderschönen Niederrhein aus Tönesforst. Das liegt bei Krefeld, Mönchengladbach, Viersen. Und ich zeige hier auf meinem Kanal euch die wunderschönen Produkte von Stamping Up und was man da alles so mit zaubern kann. Ich habe einen Online-Shop und wenn dir die Produkte gefallen, würde ich mich natürlich freuen, wenn du über mich bestellen würdest. Ja, und heute habe ich noch etwas für Ostern für euch. Ich habe nämlich mit meinem Team gebastelt im Zoom und zwar diese wunderschöne Verpackung. Man kann die öffnen an allen vier Seiten. Ich mache das mal hier. Und hier und hier. Und da kann man eine Süßigkeit reinlegen. Ich fand das eine mega schöne Idee. Und ich würde jetzt nicht dieses Küsschen hier reinlegen. Ich würde tatsächlich jetzt mal Ostereier reinlegen. Ich habe aber keine. Aber ich finde, das bietet sich total gut an. Also hier würden zwei Küsschen reinpassen und ich gehe da schwer von aus, dass hier auch garantiert, ich hole mal eins ganz raus, so groß ist das, dass da garantiert auch zwei Eier, zwei kleine Schokoladen-Ostereier reinpassen. Ich finde diese Verpackung mega schön, die hat sehr viel Potenzial, theoretisch, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter denkt, an Festlichkeiten, Ostern, Weihnachten, könnte man anhand eines Turms hier auch einen Adventskalender draus machen. Oder man könnte das Ganze auch etwas vergrößern als Geburtstagsverpackung. Ich finde es einfach genial und deswegen möchte ich euch zeigen, wie das Ganze funktioniert, was ihr benötigt. Also, als erstes benötigt ihr 1,5 Bogen A4 Farbkarton. Ich habe hier Aquamarin. Ich nehme jetzt gleich Blütenrosa. Diese Blumen habe ich hier mit dieser Handstanze. Ich blende das ein, wie die sich schimpft. Mir fällt gerade das nicht ein. Ich glaube, irgendwas mit Petal. Da haben wir die drei Blümchen hier, die man übereinander klebt. Das Blatt. Dann brauchen wir, um das rauszuziehen, hier eine runde Kreisstanze. Ich habe hier 3/4. Ihr könnt aber auch noch eine andere nehmen, die zeige ich euch später. Die gibt es bei dem Set mit den Buchstaben. Wenn mir doch jetzt das einfallen würde. Alphabest, genau, jetzt habe ich es. Dazu gibt es eine Handstanze und da kann man auch super gut hier eine Einsparung machen. Das machen wir gleich, weil diese gibt es ja leider nicht mehr im Sortiment. Vielleicht habt ihr die aber noch liegen in eurem Schrank. Dann raus damit. Wir haben hier einmal das Frohe Ostern vom Osterhasen, habe ich hier genommen. Und dann nochmal das Set für das Osterei. Das finde ich total süß mit dem Muster. Da habe ich richtig viel Spaß dran, dieses Osterei zu kolorieren. Das werden wir auf jeden Fall auch nehmen. Und ich kann euch auch nochmal zeigen, wo ich das hier nochmal benutzt habe, das Osterei. Das ist der gleiche Aufbau. Der hat mir so gut gefallen. Der musste auf jeden Fall nochmal herhalten. Das war ja so ein Tischaufsteller. Den habe ich mit der Jimena gebastelt im YouTube Live Hop auf ihrem Kanal. Hatte sie die Idee und ich habe das so dekoriert hier. Und mir hat das so gut gefallen, dass ich das hier für die Verpackung so auch nochmal umgesetzt habe. Okay, also Farbkarton, Designerpapier, Pergament, mehr braucht ihr eigentlich nicht. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Wir schneiden uns erstmal die Schachtel und die Banderole zurecht. Wie gesagt, wir brauchen zweimal Farbkarton A4. Ich habe mir hier Blütenrosa genommen und zwar fangen wir mit der Schachtel an. Die ist 9,2 mal 7,2. Das heißt, ich lege mir das hier oben an bei 9,212. Ups, nochmal eben 1,2. Na, ich bin ein Untenanleger. Das klappt hier oben jetzt nicht. Machen wir das nochmal eben hier unten. 1,2, da rutsche ich auch nicht weg. So.
Das legen wir uns beiseite, das brauchen wir gleich. Und dann, das war 7,2. 1, 2. Einmal. 1, 2. Zweimal. 1, 2. Dreimal. 1, 2. Ich wollte gerade sagen, ist das schief? Nein. 1, 2 und 4. Den Streifen brauchen wir nicht. Wir falzen uns das direkt. Das ist ja die Schachtel. Das heißt, auf allen vier Seiten bitte bei 2 cm falzen. Und ich lasse jetzt mal schnell laufen. Das fand ich eine ganz gute Idee. Wir hatten beim Zoom-Treffen einen Gast und die hat das hier mit dieser Stanze gemacht. Und dann dachte ich mir, das ist doch eine gute Lösung, wenn man keinen Kreis hat und diese Stanze. Und ich finde, das ist auch total schön. Sieht cool aus. Das machen wir jetzt hier bei allen Vieren. So, ungefähr schauen, dass das mittig ist. So. Dann nehmen wir uns die Schere und schneiden uns auf dieser Seite hier die Klebelasche einmal. Wichtig ist, dass ihr hier diese Seite nehmt, weil das Stück ist für eine Klebelasche, das überlappt. Ja, deswegen habe ich mir hier diese Seite ausgesucht. Ja, das heißt ja, wenn ich jetzt hier die Klebelaschen so nehmen würde, dann wäre ja das Teil und das würde hier überlappen. Das wäre nicht klar. Wenn ich jetzt hier da einmal und da einmal, seht ihr, das überlappt. Ja, deswegen schön so schneiden, wie ich das jetzt hier zeige. So. Ja. Und das machen wir auch bei allen Vieren. Also ich finde das eine traumhaft schöne Verpackung, die man auch für einen Geburtstag nehmen kann, ne? Macht man oben drauf vielleicht einen Geburtstagskuchen. Na, hier muss ich noch mal ein bisschen nachschneiden. So. Also meine Teammates haben auch sehr schöne Verpackungen gebastelt. Die sind ja auf Instagram. Schaut ruhig mal bei denen vorbei.
Dann kleben wir uns das zusammen. Dafür nehme ich jetzt mal einen Papierfalter. Das mache ich direkt mit allen. Und hier kommt der letzte. So, dann nehmt ihr euer Klebemittel eurer Wahl. Bei mir ist es der Tombow. Und dann kommt hier auf meine Klebelasche von außen Tombow drauf. Und dann klebe ich mir das so zusammen. Hier habe ich natürlich ein bisschen zu viel. Das streiche ich mir dann ab. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu nah am Rand kommt, aber auch nicht zu weit weg. So. Und das mache ich jetzt mit allen vier. Hätten wir alle vier Schachteln fertig. Jetzt geht es weiter. Jetzt brauchen wir die Umrandung. Und dafür brauchen wir den zweiten Teil unseres Designerpapiers. Und das schneiden wir uns jetzt auch zurecht. Und zwar ist das die Hülle, die ist 11,6 x 5,2. 11,6. Und das ist wirklich nur so ein Millimeter, der hier übersteht. So, mal 5,2. 1, 2. Einmal. 2. Zweimal. Dreimal. Viermal. Das legen wir beiseite, das brauchen wir gleich. Jetzt wird gefalzt bei 3,3. 1, 2, 3. Falzen, nicht schneiden. 3,3. 5,4. 8,7. Und 10,8. Und das machen wir jetzt auch viermal insgesamt. Nochmal 3,3. 5,4. 8,7. Und 10,8.
Jetzt gehen wir hin und falten die Kanten hier nach. Neben uns hier unsere Schachtel drehen die verkehrt rum. Aus dem Grund, dass man hier nochmal was gegen zum Drücken hat. Wohingegen hier ja alles freie Luft ist. Das würde jetzt hier, wenn ich das so machen würde, würde das sich so reindrücken. Und das ist was, was ich nicht will. Deswegen lege ich das so hin. Genau. Und dann nehmen wir wieder unseren Tombow. Und machen hier jetzt den Kleber drauf. So. Und klebe mir das so zusammen. Oh, jetzt ist es wieder aufgegangen. Das war jetzt etwas zu heftig. Schnell wieder rein. Da hat der Tombow noch nicht angezogen. Lassen wir auch mal so. Jetzt kommt Nummer 2. So, jetzt hätte ich meine 4 Schachteln. Jetzt müssen wir uns Quadrate ausschneiden. Da messe ich aber vorher noch mal kurz ab, ob es dabei bleibt. Bei meinem Maß. Also das heißt, alle, die mit der Öffnung sind, müssen nach vorne zeigen. Also hier ist eine Öffnung. Dann ist hier eine Öffnung. Dann ist dort eine Öffnung und dann dort. So. Und dann messe ich mal aus, ob die Maße noch immer gleich ist. 8,6. Perfekt. Das heißt, ich schneide mir jetzt 2 Quadrate in 8,6. Den sollte ich auch richtig rumlegen. So. 8,6. Da machen wir sie. Zack. Wer von euch kennt denn die Verpackung und hat schon mal so eine gebastelt? Einmal. Sechs. Und zweimal. So. Dann schneide ich mir schon mal mein Designerpapier. Und zwar hat das die Maße 8x8. Einmal. Zweimal. Und dann brauche ich gleich noch Farbkarton. Das mache ich gleich. Jetzt klebe ich mir das erstmal zurecht. Den habe ich mir nämlich noch nicht ausgesucht, sehe ich gerade. Alles kein Problem. So, ich nehme jetzt hier dieses erste Schächtelchen und das ist hier mein unten und da kommt jetzt überall Tombow drauf. Wenn der denn will auch. So, dann gehe ich hin und lege mir den so an die äußerste Ecke, dass das hier quasi Kante auf Kante ist. Perfekt. Und nicht rüber. Ah, da ein bisschen. So. Jetzt aber. Dann kommt das nächste. Mal schauen. Hier ist der auch das untere. Und das kommt dann hier Kante auf Kante.
da habe ich schon verkehrt rumgeklebt. Ich sagte ja, hier muss es dann hin. Das hier muss nach außen. Alles halb so schlimm. Haben wir ja noch gerettet. So. Da müsst ihr echt drauf achten. So, jetzt kommt es dahin. Jetzt ist es richtig. Schön Kante auf Kante. Jawohl. Sieht gut aus. Und dann haben wir das hier noch. So, das ist Tom wohin gekommen. Kleben wir mal damit drauf. Und dann kommt das hier noch dran. Wunderbar. Hat alles gut geklappt bisher. Sehr schön. Jetzt kommt der Deckel. Das ist hier der. Dafür kommt jetzt hier überall Tombo drauf. Und dann gehe ich hin und setze mir hier das oben drauf, so dass alles schön abgedeckt ist. So. Ready. Sehr gut. Jetzt brauchen wir hier noch einen weiteren Farbton, den gehe ich jetzt mal eben kurz holen. Da habe ich mir jetzt Calypso ausgesucht und da schneiden wir uns jetzt mit dem Schneidebrett. So, hier ist es. Ein Quadrat mit 8,3 mal 8,3 aus. 1, 2, 3. Einmal, 1, 2, 3 und 3. Das kleben wir uns da drauf. Und das Ganze kommt dann auf die Verpackung drauf. Ah, oh, das sieht auch schön aus. Oder? Finde ich total schön, die Farbkombination. Sehr schön. So, ich mache jetzt hier nochmal sauber. Da klebt es mir zu sehr. So, Kleber weggezaubert von der Platte. Wir haben jetzt hier ein Stück in Grundweiß. Und jetzt nehme ich hier wieder mein schönes Osterei. In das habe ich mich hier so verliebt. Das muss es nochmal sein. Nehme hier meinen Block. Das ist Block E, mein Stempelkissen in
schwarz, Memento. So, sieht aber gut aus. Stempeln wir das hier einmal drauf. So. Jawohl, sehr schön. Und dann kolorieren wir. Räumen uns das mal dahin. Also, wir brauchen den Grünton für das Gras. Das haben wir hier, grüner Apfel. Dann brauche ich Savanne. Das haben wir hier, Savanne. Für das Häschen. Dann nehmen wir auf jeden Fall Blütenrosa. Und zu Blütenrosa passt natürlich Kalypso. Schauen wir mal, wie das aussieht. Fangen wir mit den Häschen an. Ich gehe hier so an den Konturen entlang. So. Hier auch. Und dann kommt hier hell und damit male ich den Rest aus und lasse jetzt auch mal weiterlaufen. Jetzt stanze ich das Ganze aus. Ein kleiner Tipp, wenn du das Set noch haben möchtest und auf deiner Warteliste steht, dann bestell es dir lieber jetzt, wenn du es unbedingt haben möchtest, weil wenn die Ausverkaufslisten da sind, geht das relativ flott damit und dann kriegst du es gar nicht erst. Und weil die sind sehr stark reduziert und das sind traumhaft schöne Stanzen und da kann ich mir vorstellen, dass die schnell vergriffen sind. Ich habe jetzt hier meine Stanzmaschine und da stanze ich mir jetzt das Ei aus. Kurz fixieren. Einmal. Und das Ganze mache ich dann nochmal in Pergament.
hätte ich das Ganze zweimal. So, jetzt kann man die Maschine auch weglegen wieder. Und dann kleben wir uns ein Ei hier hin und das dahin. Da kommt jetzt mein, Stamping Seal drunter. Das ist bei Pergament immer besser. Und hier kommen Dimensionals runter. Und das kleben wir uns dann dahin. So. Ach ja, das wird richtig schön. Jetzt kommt unsere Handstanze zum Einsatz. Und da würde ich jetzt Blümchen in Calypso nehmen. Einmal. Und was nehmen wir dazu? Blütenrosa, würde ich sagen. Bleiben wir schön in diesen Farben drin. So. Ich habe hier noch ein paar Blättchen drin. 1, 2, 3. Die benutze ich jetzt mal. Gucken, ob das reicht. Sonst muss ich mir noch das Grün holen. Und dafür nehme ich mir jetzt mal meine Perforiermatte und meinen Aufhebhelfer. Ein super tolles Tool. Und da drücke ich einfach mal in die Mitte rein. Also der ist wirklich vielseitig einsetzbar. So. Runter mit euch. Und dann setze ich mir die zusammen. 1-mal. Drückt mir das auch mal an. Dann kommt hier noch eins rein. Und 2-mal. Das gleiche machen wir hier auch. Na. Einmal. Und dann setze ich mir das hier so an der Seite hin. Egal wie rum. Einmal. Dann die zweite Blume.
Jetzt kommen unsere Blätter. Und die setzen wir uns da drunter. Einmal. Das zweite. Zweimal. Das gefällt mir gut, aber ich brauche noch ein Blatt. So, hier habe ich noch mal einen grünen Farbkarton. Ach, das ist gar kein grüner. Das ist Designerpapier, seht ihr das? So, jetzt aber. Das machen wir uns mal hier ab. Egal, wir brauchen nur eins. So. So, Blümchen fertig. In der Mitte kommt natürlich auch noch gleich ein Steinchen hin. Da suchen wir uns gleich was aus. Und jetzt brauchen wir noch den Spruch. Dafür nehme ich den Streifen. Hoffentlich passt das. Und da wollte ich noch mal das Frohe Ostern haben. Übrigens, dieser Stempelblock wird auch das Sortiment verlassen. Also wenn ihr den noch benötigt, dann auf eure Liste. So, mal schauen, ob ich mit dem Streifen auskomme. Ich kann das jetzt ganz schlecht sehen. Aber es sieht gut aus. Sehr schön. Da machen wir es jetzt so. Zack. Einmal. Das Schöne an unserer Schere ist ja, die schneidet bis in die Spitze rein. Ich habe vorher ja so No-Name-Scheren gehabt. Wie ich die hier das erste Mal ausprobiert habe, da wusste ich, wie stumpf meine Scheren eigentlich sind. Also die ist wirklich sehr, sehr gut. So, einmal. Moment. Hoch, dann muss das hier runter. Genau, ich habe es wieder verkehrt rum gemacht. So. Und so runter. So. Damit das hier aufliegt. Genau. Und dann machen wir uns da das Frohe Ostern hin. Das heißt, hier kommt ein Dimensional drunter. So. Und da kommt jetzt ein bisschen Tombow.
Und dann kleben wir uns das hier hin. Und dann, was fehlt, was darf nicht fehlen? Ein Schleifchen. Das machen wir jetzt hier mit. Obwohl, theoretisch könnten wir das auch mal hier mitmachen. Mal schauen, wie das aussieht. Na, das ist ein Schleifenband, was etwas schwierig ist. Mal gucken. Bis jetzt sieht es gut aus. Na so, nee, ich denke, ich bleibe beim Leinenfaden. Gefiel mir jetzt nicht so hier mit dem, das ist zu breit. Ein Versuch war es wert. Und das legen wir dann dahin. So. Und jetzt fehlen hier noch Steinchen und da fallen mir jetzt diese hier an. Ich glaube, die gibt es aber nicht. Blütenrosa und Pfauengrün. Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch im Sortiment sind, ob sie da noch verfügbar sind. Aber die passen jetzt hier sehr gut drauf. Und dann nehmen wir uns natürlich das Blütenrosa. In groß. Habe ich es auf dem Fingernagel. Sehr schön. Und dann wären wir schon fertig. Also ich finde es eine total süße Idee, auch hier mit diesem Verschluss, anstatt rund, einfach mit unserer Handstanze. Und ja, gefällt mir total gut. Ich hoffe euch auch. Bitte gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch mein Projekt gefällt. Und schaut mal in meine anderen Videos rein. Vielleicht ist ja das eine oder andere für euch noch dabei. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.